Der nächste Redner ist der Umweltsprecher der ÖVP, Johannes Schmuckenschlager. Es ist schon erstaunlich, Frau Kollegin Bissmann, Sie haben wirklich die Neue Volkspartei vorher als Dinosaurier bezeichnet. Also ich habe jetzt ein anderes Bild. Denn dieser politische Gnadenhof, wo der Altbauer davongelaufen ist und die Knechte sich nun ums Erbe streiten, das wirft wirklich ein schlechtes Bild. Und wenn vorher die Frau Bundesminister darauf hingewiesen hat, dass es diese dringliche Anfrage nicht gebraucht hätte, um an diese Informationen heranzukommen, dann zeigt das nicht, dass wir mit Informationen irgendwo hintanhalten wollen, sondern dass wir sehr transparent das alles darstellen und dass Sie das alles mit einfachen Anfragen im Ressort längst erreichen hätten können. Wir haben aber auch von Ihrer Fraktion heute schon gehört, dass die Debatte fade ist und dass keiner die Gesetze kennt, die wir hier beschließen und dass sie auch keiner gelesen hat. Ich bitte Sie, das zu lesen, denn das ist die Strategie des Energie- und Klimaplans, den die Bundesregierung vorgelegt hat. Und da könnten Sie zum Beispiel auf Seite 2 schon drauf kommen, denn da steht Entwurf der Klima- und Energiestrategie der österreichischen Bundesregierung vor dem Konsultationsprozess. Die Endversion soll im Juni 2018 vorgelegt werden. Machen Sie mit unter www.mission2030.bmt.gv.at. Das heißt, das ist eine Basis zur Diskussion und vor allem die zivilen Verbände, die Sie gesagt haben, die hier nicht gehört werden. Jeder darf daran teilnehmen. Ich bitte auch gerne die Zuseher, die uns heute hier verfolgen, wollen wir dazu ermuntern, dass auch Sie Ihre Beiträge hier hereinbringen. Wir haben aber mehrere Themen. Der gesamtheitliche Ansatz fehlt. Auf Seite 19 haben wir das ganz klar. Das Energiesystem muss sich weiterentwickeln. Ein Kernaspekt des Wandels ist die Sektorkoppelung. Dies bedeutet, dass bislang getrennte Systeme, Strom, Wärme, Mobilität, Industrie, miteinander verknüpft werden, denn nur so können wir auch die Erneuerbaren entsprechend, vor allem im Energiebereich, einbringen. Auch die Frage der Planungssicherheit, etwas Wesentliches für Betreiber von Anlagen für erneuerbare Energie. Auch da steht klipp und klar herinnen. Bestehende Wind- und Wasserkraftwerke sowie hocheffiziente Biomasseanlagen in Landwirtschaft und Industrie sollen auch in Zukunft zur Erreichung des 100% erneuerbaren Stromziels und der Wärmeversorgung aus erneuerbaren Quellen beitragen. Auch das steht herinnen, wenn Sie sich die Mühe machen würden, diese Informationen auch zu lesen. Es ist auch Budget angesprochen worden, dass es nicht im Budget integriert wird. Seite 33. Um einen kosteneffektiven Mitteleinsatz zu garantieren, sollen klima- und energierelevante Förderinstrumente regelmäßig auf ihre Kosteneffektivität und Wirkungsorientierung überprüft werden. Das zeigt ja, dass wir hier vorangehen mit diesen Themen. Wenn Sie wollen, können Sie dann auch noch die Aufgaben auf Seite 42, könnte ich Ihnen aufzählen. Stärkung der Umwelt- und Klimaschutzinvestitionen, Stärkung der Energie-Know-hows in Klein- und Mittelunternehmungen durch Energiemanagementsysteme und Folgendes. Es sind aber auch konkrete Ziele vorhanden, denn auch das ist kritisiert worden, dass die hier nicht vorhanden sind. Unter den Leuchtturmprojekten 5 und 6 zum Beispiel der Gebäudesektor, wo wir ganz klar wie es auch schon erwähnt wurde, die fossilen Energieträger sukzessive durch erneuerbare Energie zu ersetzen. In den nächsten 20 bis 30 Jahren sollen Ölheizungen gänzlich aus dem Wärmemarkt verdrängt werden. Leuchtturm Nummer 6, 100.000 Dächer Photovoltaik und Kleinspeicherprogramm auf Seite 53. Das 100.000 Dächer Photovoltaik und Kleinspeicherprogramm. Eigenstromsteuer streichen, auch das etwas Steuerwirksames. Und Beseitigung von Investitionshindernissen im Wohn- und Anlagenrecht. Denn wir sind hier in einer Materie, die auch in viele andere Bereiche hineingeht. Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch erläutern, dass wir sehr wohl am Pfad der europäischen Ziele sind und hier das Abkommen von Paris sehr wohl ernst nehmen. Und die Frau Bundesministerin Köstinger war auch in ihrer Zeit als Abgeordnete in Brüssel mehr als bekannt dafür, dass sie sich nicht großen Lobbys unterworfen hat, sondern dass sie sich für die Zukunft, vor allem auch im Energiesektor, eingesetzt hat. Die vorliegende Strategie, insbesondere die Zielfestlegungen, ist die Basis für die Erstellung des integrierten nationalen Energie- und Klimaplans für Österreich und die Festlegung von strategischen Zielen in den 5 Dimensionen der Energieunion. Sie sehen, es ist bestens eingebunden in die europäischen Systeme. Ihre dringliche Anfrage hat nur dann den Wert der Dringlichkeit, wenn es um das Klima geht. Da ist es immer dringlich, aber selbst im Budget
Zum den Themen Umwelt könnten wir es morgen auch noch besprechen. Ich möchte mich aber bedanken, dass beide Minister heute hier sind, auch der Verkehrsminister, denn das zeigt die Wertigkeit für Klima- und Umweltpolitik in dieser Regierung. Johannes Schmuckenschlager, der ÖVP-Umweltsprecher, verteidigt die Klimastrategie der Regierung. Das Abkommen von Paris werde ernst genommen, sagt er.